Shop News, mein letzter Shop News, weil ich möchte gar keine Shop News mehr machen. Hört mir bitte kurz zu, okay? Simpsons und das hier ist der Coronavirus. Coronavirus und das ist Simpsons. Ich muss jetzt mal eben kurz dahin gucken. Entspricht der Wahrheit? Und zwar der Coronavirus 1990 bei den Simpsons produziert. Simpson und der Coronavirus, Staffel 22, Folge 6, aus der Staffel 4, Folge 21. Noch einmal. Simpsons und der Coronavirus, Staffel 22, Folge 6 und Staffel 4, Folge 21. Die Simpsons haben also in den 90ern den Coronavirus freigesetzt. Schaut euch einfach den Clip an. Also, die sitzen dann da, ey, was machen wir? Wir kloppen ein Virus raus. Ne? Ja. So, und dann haben die ein Virus rausgekloppt. Jo, ne? Schaut euch die Serie an, ich mache es jetzt kurz und bündig. Ja, also, bei den Simpsons, und so sieht der Coronavirus aus. Ne? Ja, die Figur hatte ich nur, die funktioniert, glaube ich, noch. Funktioniert die noch? Okay, irgendwann. Achso, sollte man auch anmachen. Ich mache mal irgendwann. Mal gucken, was passiert. Ne? Ja. Oh. Nee, doch nicht. Batterie. Ja, okay, Batterie ist irgendwann mal alle. Das Teil ist wirklich aus den 90ern. Hatte ich mal geschenkt bekommen. Vielleicht ist er hier noch an, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was er macht. Macht er irgendwas? Ja, ne? Okay. Egal. Also, die Simpsons, der Coronavirus aus den 90ern. Kann man jetzt drüber nachdenken? Man kann die Simpsons auch, ihr wisst schon, aber wirklich und tatsächlich, Corona ist in vielen Filmen gefallen. Und es ist wirklich tatsächlich Ende der 70er, also 1969, 70, auch eine echte Pandemie gewesen, auch mit 1,5 Meter Abstand, auch mit der Tüte, die ich hier momentan hier hinten habe. Ist ja egal. Aber jedenfalls ist das schon ein Hammer. Das Wort Corona ist sehr oft gefallen und es ist auch sehr oft als Video verwendet worden, zum Beispiel der Spielfilm Corona 89. So, warum, wieso, weshalb? Warum, weiß ich jetzt auch nicht, aber ist halt so. Ausgestrahlt wurde die Simpsons in den 90ern. Ich habe es euch erwähnt, in welcher Folge. Könnt ihr bei YouTube euch ansehen. Die Frage, die jetzt gestellt werden muss, ist das wirklich alles ein Planspiel? So, ich mache das jetzt nicht so reißerisch wie die Damen und Herren und Herrception oder wie der da heißt. Ne? Kenception, keine Ahnung, soll ja auch egal sein. Oder diese eine Art. So, ich habe ja hier die Querdenker und ich habe ja hier die Corona-Leugner und ich habe ja hier viele. Ich habe also viele hier, die versuchen aufzuklären und versuchen den Leuten irgendwas. So, meiner einer hat kein Corona und meiner einer war auch nicht involviert bei Corona. Und meiner einer weiß auch gar nicht, was einem geschieht unter Corona. So, ich weiß nur, dass ich wirklich tatsächlich an dem Tag, wo Corona ausgebrochen ist, am 13. März, und ich am 15. März eingeliefert wurde, mit Verdachtsmomente der, keine Ahnung, jedenfalls fühlte ich mich nicht wohl. Ich wurde dann 16, 17 irgendwann mal in Quarantäne gesetzt. Weil der Arzt, der mich untersucht, der hätte angeblich Corona gehabt, habe ich gar nicht gemerkt, aber egal, der lief ganz normal rum. So, im März 2020 war das Wetter verdammt gut und alles war auf irgendeine Art gut. Jedenfalls war ich März und im April in Quarantäne. Ich durfte nirgendwo hin.
Dann wurde festgestellt, dass das Herz nur noch 20% hat und ich sehr schwere Diabetes, obendrein auch noch. Daraufhin hat man mich natürlich behandelt. Ich bin sehr oft irgendwo komatös und morgens früh wach und war dann an irgendwelche Maschinen angeschlossen. Ich habe euch das ja alles gezeigt. Wegen dem Corona-Hype und wegen dem Corona-Ärger habe ich das natürlich alles gelöscht. Und wie gesagt, auch ich recherchiere, wie mein Nachbar auch recherchiere. Wir beide zusammen recherchieren und versuchen, das auf den Weg zu bringen. Das Problem ist halt nur, an alle, die sich mit Corona beschäftigen, an alle, die wirklich tatsächlich irgendwas aufdecken wollen, so Art Watergate 75, ja, Watergate damals, Nixon wegen Gold und das Ganze und Vietnamkrieg, das seid bitte vorsichtig, weil jetzt im Jahre 2021, und deswegen mache auch ich keine Corona-Filme mehr, und ja, warum? Warum soll ich mich in Gefahr bringen? Ich werde angegriffen, die Internetseite ist gehackt, jedenfalls sitzt da jemand und macht da, ja, ist halt so. Und andere Obrigkeiten beginnen leider auch mit dem Ärger. So, gewisse Obrigkeiten machen den Ärger und es lohnt sich einfach nicht, die Wahrheit zu verkünden. So, jeder, der Ahnung hat und der gelesen auch, hat festgestellt, hier stimmt etwas nicht. Corona, so soll er ja aussehen, wenn ihr die Simpsons euch anschaut. Wenn ihr euch die Simpsons anschaut, seht ihr den Corona. Ne? So sieht der Corona da aus und die unterhalten sich und so weiter und so fort. Machen einen auf Spreeder, der eine Polizist schießt da wie so ein Weltmeister die Bakterien. Ja, und so weiter. Okay, warum sage ich das jetzt? Weil die Simpsons, die sogenannte, ja genau, vieles, auch den Trump, wie gesagt, die Rollentreperau, wie aus dem Trump da ein Präsident wurde und dann hat man gezeigt, wie man den Trump wieder weggemacht hat und so, ist so. Ob sie jetzt den beiden, ich weiß nicht, ich habe keine neuen Folgen gesehen, jedenfalls diese Folge ist aus den 90er. Ich muss aber dabei sein, 1989, kennt ihr den Film 1989? Da wurde ja auch schon uns, also 1989 wurde uns ein Science-Fiction-Film gezeigt, der 1989 heißt. Schaut ihn euch an, in verschiedenen Versionen. Ich kenne den Ursprungsfilm und danach die anderen, wo, ja, also wie gesagt. Noch einmal, das ist der letzte Videoclip über Corona und der letzte Videoclip überhaupt über die Querdenker, über. Wie gesagt, diesen Personenkreis kann ich jetzt, wie gesagt, auch nicht oder bin auch ich nicht zugänglich und ich werde auch nicht zugänglich. Ich werde hoffen, dass alles funktioniert. Wenn nicht, war es das, also es ist das letzte Video, was ihr von mir jetzt über Corona, das sind die Job-News, ich bekomme ja alles mit. Ich habe also heute sehr viele Fälle bearbeitet. Ich habe heute sehr viele Fälle auf den Weg gebracht und ich musste leider feststellen, dass wirklich tatsächlich eine Menge passiert ist. Es ist eine Menge passiert und ja, ich werde wohl viel mit Leuten arbeiten, die ihre Fähigkeiten doch zu beweisen und auch teuer sind, aber ob nun wie gesagt, es ist eine Obrigkeit, mit der ich zusammenarbeiten werde, um gewisse Sachen da auf den Weg zu bringen und mich natürlich zu schützen. Ich muss mich gegen gewisses Klientel schützen, die mich da in irgendwas reinreiten. Na, sie reiten mich da rein und ja, freuen sich, reiben sich schon die Hände, aber hiermit möchte ich öffentlich beurkunden, dass ich wirklich gewisse Leute gefunden habe, die an sich mein Klientel sind. Sie sind an sich mein Klientel. Ich arbeite an sich für die. So. Und jetzt habe ich die mal gefragt, ob sie, und dann haben die so, ja klar, schilder mir deinen Fall. Und ich habe meinen Fall geschildert. Und dann schauen wir mal. Also das geht jetzt an die Adresse derer da, die der Meinung sind, mich anzufeinden. Ja?
So. Ja, ist halt so. Ich werde halt angefeindet und ich muss halt dadurch. Ist so. Wird sich halt nicht ändern. Und ich kann es nicht ändern. Ich weiß nur, dass ich es ändern werden muss. Und was soll ich machen? Was soll ich machen? Ne? So, ich werde kämpfen. Ich werde kämpfen, ich werde den Aufklärern zuhören. Ich werde diesen Damen und Herren da zuhören, die versuchen uns aufzuklären, aus welch einem Grund auch immer. Ich selber mache mir meine Gedanken darüber. Ja, ich bin nicht wichtig. Ich bin überhaupt nicht wichtig. Ich habe zwar meine Daseinsberechtigung, weil ich geboren wurde. Ich helfe, wo ich kann. Und ich bin, also so sieht der Virus aus. So sieht der Virus aus. Corona, das ist der Coronavirus von den Simpsons. Und das ist die Geschichte. Und das ist ja, wie Simpsons die Coronaviren weggemacht hat. Na, ja. Das ist eine lustige Geschichte aus den 90ern. Bei, okay, noch einmal. YouTube, gebt bitte ein Simpsons und Coronavirus, Staffel 22, Folge 6 und Staffel 4, Folge 21. Okay? Und schaut es euch an. 1990 rum. Ja?